Eine 50-jährige Facelift-Patientin, die ich mit meiner Fächer-Facelift-Technik in Kombination operiert hat, vorher und nachher, das ist das Thema unseres heutigen Videos. Welcome to the Art of Plastic Surgery. Herzlich willkommen, mein Name ist Dr. Walter Jungwirth, ich bin Ex-Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie und Gründer der Dr. Jungwirth Praxen in Salzburg und Wien. Diese 50-jährige Patientin ist zu mir gekommen, weil sie sehr schlank ist und weil ihre Gesichtshaut sehr eingefallen war und sie müde ausgesehen hat und eigentlich mit ihrem Gesicht selber nicht zufrieden war, weil sie auch angesprochen wird, dass sie schlecht aussieht und einfach um Hilfe gebeten hat. Und ich zeige Ihnen jetzt, was ich gemacht habe und welche Techniken ich verwendet habe und wie es gelungen ist. Wenn man sich dieses Gesicht dieser Patientin ansieht, dann sieht man, dass die Wangenfalten sehr tief eingefallen sind. Also es ist einfach hier sehr zu viel überschüssige Haut vorhanden. Ohne einen Facelift ist es nicht möglich, diese Patientin zu behandeln. Nur mit Unterspritzungen, die müsste man ja aufblasen wie einen Kugelfisch, sage ich manchmal. Das geht ja gar nicht. Wenn ich zu viel Haut habe, muss ich es einnähen. Wie bei einem Kleid, das zu groß ist, kann ich nicht sagen, ich nehme zu, sondern ich nähe dieses Kleid ein. Und da ist es wichtig, dass man das nach oben hebt, seitlich auch die Wangenkontur verändert. Wichtig ist auch, das Fettgewebe, das spärlich vorhandene, noch nach oben zu bringen. Hier im Bereich der Wange habe ich zusätzlich noch von der Bauchhaut Eigenfettgewebe unterfüttert, damit es ausgeglichen wird. Und für diese vielen Falten um den Mund herum hat man keine Chance, das wirklich schön zu machen, ohne diese Dermabrasio, also das Abschleifen der obersten Hautschichte, weil nur mit Unterspritzen würden die Lippen auch zu groß werden und schauen dann nicht natürlich aus. Meine Patienten wollen ein natürliches Aussehen, sie wollen frisch aussehen, aber sie wollen nicht geliftet aussehen. Deshalb sage ich, ein gutes Facelift erkennt man daran, dass man es nicht erkennt, sondern nur, dass man sagt, ah, du schaust frischer aus und was ist mit dir gewesen oder so, oder weil bist du erholt, das passt eigentlich am besten. Bei dieser Patientin muss man aber ein bisschen mehr machen, also da wird man dann schon ein bisschen einen Vorher-Nachher-Effekt sehen, aber das zeige ich Ihnen gleich. Wenn wir uns das Foto von der Seite ansehen, dann sehen wir, dass hier eben bei der Wange Volumen fehlt, es ist hier so eingefallen. Die Augen wollte sie die Patientin nicht korrigiert haben, es hat ihr mehr dieser Bereich gestört. Natürlich auch die Halshaut, die abgesunken ist und die vielen kleinen Fältchen um den Mund herum. Jetzt zeige ich Ihnen, was das Ergebnis nach 3 Monaten ist. Nach 3 Monaten sehen Sie schon das erstaunliche Ergebnis von der Seite. Das heißt, es ist mir gelungen, hier die Wangen- und Kinnkontur sehr schön im Übergang zu gestalten. Es ist hier Volumen vorhanden, die Kinnlinie ist perfekt, die Halskontur ist noch etwas angelegt, das heißt, die wird noch ein bisschen weicher. Man sieht auch hier vor dem Ohr den Schnitt, der hier läuft vor dem Ohr und hinterbei und in die Haare wieder hinein. Also das heißt, da ist mein Schnitt und hier unterhalb habe ich auch noch unterm Kinn einen Schnitt gebraucht. Ansonsten sind keine Narben sichtbar und von vorne haben Sie noch ein eindrucksvolleres Bild. Das Foto von vorne zeigt einfach das Ergebnis, und zwar in den Regionen, wo ich es korrigiert habe. Also das heißt, um den Mund herum gibt es keine kleinen Fältchen mehr. Die sind durch diese Dermabrasio ausgeglichen worden. Wir haben eine schöne Wangenkontur. Es ist nicht mehr eingefallen. Diesen Bereich hier ist aufgefüllt auch mit Eigenfett von der Bauchregion. Die Kinnlinie ist schön. Auch hier der Hals. Eigentlich das, was man sich für so ein Ergebnis wünscht. Und als letztes zeige ich Ihnen jetzt noch das gespiegelte Ergebnis. Hier sehen Sie die linke Seite vor meiner Operation und die rechte Seite nach meinem Eingriff. Das Fächer-Facelift ist ideal für dieses Ergebnis oder für diese Patientin, weil es auch das Mittelgesicht hebt. Man könnte glauben, diese Fotos sind gefaked oder verändert, aber nein, ich habe sie alle selbst gemacht und wir haben außer der Farbe nichts verändert. Also das heißt, für die stehe ich gerade. Und Sie sehen,
wie das Ergebnis für diese Patientin aussieht. Das heißt, sie wirkt wesentlich dynamischer, jünger, frischer. Kein Vergleich, würde man sagen. Man kann dieses Ergebnis ein Leben lang dann erhalten. Gut ist dann mit Hyaluronsäure und mit Botox. Also Botox würde ich ja empfehlen für diese Stirnfalten. Aber ansonsten ist es so, dass man es dauerhaft erhalten kann, indem man hier dann manchmal noch, wenn es notwendig ist, zweimal im Jahr ein bisschen Hyaluronsäure injiziert. Aber ansonsten bleibt diese Kontur erhalten und die Haut wird sich nicht mehr nachbilden. Vielen Dank, dass Sie mein Video zu dieser 50-jährigen Patientin gesehen haben, wo ich Ihnen erklären konnte, was das Ergebnis sein kann mit meiner Fächer-Facelift-Technik, mit dem Halslift, mit der Dermabrasio und mit dem Eigenfetttransfer für die Wange. Liebe Grüße aus Salzburg, Ihr Dr. Walter Jungwirth. Thank you.